Guten Tag miteinander und herzlich willkommen hier auf TV Oberwallis zum RZ-Magazin. Wenn Kinder zusammenkommen und zusammen Sport treiben, dann geht es meistens richtig zur Sache. Das RZ-Magazin ist beim Tennisunterricht für Kinder vorbeischauen. Läufen, springen, lachen, Ballen schlagen und einfach zusammen viel Spass haben. Das alles können Kinder im Tennisunterricht erleben. Immer am Mittwoch am Nachmittag kommen da für Kinder ins Tennis- und Squash-Center zu Brickleys. Da gibt es einen Tennisschule für Kinder, aber auch Erwachsene. Die Kinder sind so zwischen 6 bis 17-Jährige und kommen stundenweise in den Unterricht. Da teilt man sie ihr Niveau entsprechend ein. So gibt es jedes Jahr so zwischen 50 und 80 Teilnehmer. Leitet tut die Schule der Peter Annematta. Er leitet die Schule mittlerweile schon seit 13 Jahren. Wie er sagt, hat Tennis allgemein vielleicht nicht mehr so der grossen Stellenwert wie früher, aber dennoch sei Tennis mit Eis immer noch sehr beliebt. Es hat bald in jedem Ort einen Tennisplatz. Es hat bald in jedem Ort einen Tennisclub. Das ist richtig, Tennis stagniert ein bisschen. Es geht vielleicht sogar in Summe eher leicht zurück. Aber wir haben trotzdem jedes Jahr eine Schar von jungen Leuten und auch Erwachsenen, die wieder anfangen. Die Fluktuation ist einfach grösser als früher. Heute, mit den Möglichkeiten, die man hat, dort muss schnell mal umsteigen auf eine andere Sportart. Und Tennis sei zu vielen anderen Sportarten eine gute Alternative. Weil man es das ganze Jahr spielen kann. Es gibt Kinder, die Eltern sagen, wir sind froh, wenn sie etwas machen. Eine Stunde in der Woche ist okay. Es gibt Kinder, die 2 bis 3 Mal in der Woche trainieren und danach im Club Interclub spielen. Und so. Und dann gibt es ganz wenige, die in einem Kader spielen. Und das ist nur die Spitze. Die sind allerdings eher zu Fisch oder die mit dem Walliser Kader zittern. Mit dem Kinderunterricht sind insgesamt 6 Trainer engagiert, die verschiedene Jahrgänge und Niveau trainieren. Davon sind 2 Tennislehrer und 4 Tennisleiter. Eine davon, die schon seit langem dabei ist, ist Yvonne Kalbermatter. Schon seit 15 Jahren gibt sie Tennisunterricht für Erwachsene und Kinder. Dabei gibt es verschiedene grosse Unterschiede, ob man Kinder unterrichtet oder aber Erwachsene. Ja, bei den Kindern ist natürlich sehr wichtig, die wollen bewegt werden, die wollen spielen, die wollen eigentlich nicht lange Theorien kehren. Die Sachen, die man ihnen technisch beibringen muss, muss man eigentlich immer in Form von spielerischen Werten zum Teil einfach auch spielerisch vom Spiel her den Ball speziell zuwerfen oder Die studieren eigentlich nicht nach, sieht das gut aus, sieht das nicht gut aus. Die laufen einfach, die spielen, der Ball muss über das Netz. Es muss lustig sein und Spass machen. Der Erwachsene kann man sich auf ganz andere Kriterien drauf an. Gegen den Erwachsenen ist eigentlich fast das Gegenteil. Bei denen ist auch mal wichtig, dass das gut aussieht. Häufig haben halt einfach anstatt Technik Muskulatur brauchen, was auch nicht sehr gut ist, weil gerne zu Verletzungen führt. Bei den Erwachsenen ist halt natürlich viel Theorie erzählen und korrigieren und umsetzen, indem sie probieren. Das in die Richtung. Das ist eigentlich ganz das Gegenteil. Das Kind hat mehr Lockerheit als die Erwachsenen. Auch in Sachen Motivation hat Yvonne Kalbermatter in ihrer langen Unterrichtskarriere unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Bei den Kindern kommt es auf die Eltern drauf an. Also zum Teil so, die im Teenageralter sind, die nicht extrem früher Sport haben gemacht, die sind sie sehr schwer zu motivieren. Die haben zum Teil die sind vielleicht schon motiviert, aber zum Teil sind sie sich gar nicht mehr so gar bewegen. Die haben zum Teil auch Hemmungen. Am einfachsten sind die ganz Kleinen zu motivieren und die Erwachsenen natürlich. Die kommen schon und die wissen, für was das kommt. Wer unterrichtet sie lieber? Kinder oder aber Erwachsene? Also ich muss sagen, ich habe beides gerne. Ich habe mich viel mit Theorie befasst und so. Und wenn ich die mit den Erwachsenen mal brauchen kann, sagt mir das genauso viel wie mit den kleinen Kindern, aber mit Form von Spiel und Spass, denen die Technik so beizubringen. Stichwort Technik. Auch für den Peter Annematta ein wichtiger Punkt. Gerade im Tennis. Tennis ist technisch sehr anspruchsvoll und es gibt Talente, die können das einfach sofort schnell und dann gibt es die einfach länger brauchen. Lehrer dann zu sagen, die Frage ist einfach der Aufwand. Aber wir merken natürlich Buben, zum Beispiel, die vom Fußball kommen, die haben vom Ballgefühl her schon eine besondere Affinität zu der Sportart. Das geht also sehr gut mit denen. Die lernen das schnell, die kommen einfach schnell vorwärts. Noch besser geht es, wenn die Eltern mit in Bezug nicht kommen. So nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Besonders, wenn wir in diesen Altersstufen sind, die ich davor erwähnt habe, Eltern, die wollen, dass ihre Kinder im Tennis viel weiterkommen. Die müssen selber eine grosse Ahnung von der Sportart haben und selber am besten in der Sportart engagiert und ein bisschen daheim sein. Sonst ist das heute wie in einer anderen Sportart fast nicht mehr möglich. Trotz allem, sagt er euch, steht vor allem die Bewegung und zusammen Spass haben im Mittelpunkt. Nicht jeder müsste zwingend ein neuer Roger Federer sein. Darum kann am Tennisunterricht auch jeder mal mitmachen. Ob jung oder alt, ob Anfänger oder aber schon Fortgeschrittener, lizenziert oder nicht lizenziert. Alle sind willkommen und das geht für die Kinder, die vom Frühling bis Ende Schuljahr im Unterricht sind. Im Sommer gibt es keinen Unterricht, das sind Ferien. Und für alle die, die auch hier noch spielen wollen, gibt es organisierte Tennislager. Das war es. Danke fürs Interesse. Ade miteinander.